Oh mein Gott. Das ist der Los Angeles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitch, mach deine Augen zu und stell dir das vor. Vor kurzem musste ich zu meinem Heimatsdorf nach Graubünden fahren. Bevor dass ich mit der Geschichte anfange, aber muss ich was loswerden. Ich hasse Zugfahren. Oh, bitte, schon außer Atem hier. Immer wenn ich Zug fahre, hat der Zug Verspätung. Und ich hasse das. Ich hasse das. Wenn eine Sache gibt, die die Bitch hier, balla balla, ciao ciao Kakao, bei Felicia macht, ist warten. Ich hasse es, auf Menschen warten. Ich hasse es, auf Autos, Züge, Busse, was weiß ich für Fahrzeug, Alien, fucking Spaceship, warten. No, ma'am. Ich hasse auf Jobsförderungen warten. Darum bin ich YouTuberin geworden, ne? Ich bin mein eigener Chef und ich muss selber meinen fucking Arsch aufreißen, ne? Darum sieht meine Wohnung gerade wie eine fucking Lagerhalle. Weil Mama ist busy as hell. Aber zurück zum Thema. Stell dir vor, meine war eine 5,5-stündige Reise. Ich schwör. Ewig. Ewig. Die Reise war länger wie mein Selbstbewusstsein. Länger wie die Stunden Schlaf, das ich pro Nacht habe. Und sogar länger wie das Lebenszeit, das mir übrig bleibt. Yes, ha, honey, ha, honey. Viel zu lang, einfach nur zu lang. Okay. Ich guckte aus dem Fenster und dachte, Scheiße, ich muss pissen. Ich rannte zur Toilette und erledigte meine Aufgabe. Als der Moment kam, meine Mauerblümchen sauber zu machen, bemerkte ich, dass es einfach keine fucking WC-Papier mehr gab. Scheiße, wortwörtlich, Scheiße. Ich guckte, ob es Handpapier gab. Nein, stupid bitch. Justin, wir haben ein Problem. Ich bin am Arsch. Es kam nie eine Antwort zurück. Was mache ich jetzt? Was habe ich dann gemacht? Ich habe das gemacht, was jede katholische und christliche Frau machen würde. Ich habe Wasser genommen und der Rest ist Geschichte. Wieso hat die Situation so viele Ähnlichkeiten mit meinem Leben? Erstens, wenn du in einer Notsituation bist, kannst du dir sicher sein, dass du dort alleine wie ein Hund stehst und dass dir niemand helfen wird. Zweitens, wenn du das Gefühl hast, ein Problem gelöst zu haben, kommt meistens danach ein größeres und schlimmeres Problem. 3. Schreien nach Hilfe bringt gar nichts. Es verschlechtert eigentlich nur die Situation. Und 4. Geh einfach nicht auf fucking WC-Toiletten. Ich kam endlich aus der Toilette zurück. Traumatisiert, aber lebendig. Als ich merkte, meine Sitznachbarin hat zum Essen dabei. Was ist die Alte? Sie füttert, als wäre der letzte Tag. Und was habe ich dabei gehabt? Nichts. Und ich hatte noch gar nichts gegessen. Meine Laune verschlechterte sich dramatisch. Bis ich in Distanz ein Essenwagen kamen sah. Ein Lächeln zauberte sich auf mein Porzellangesicht. Der Essmann kam zu mir und fragte mich, möchten Sie was zu trinken? Möchten Sie was zu essen? Ich hätte gerne was von diesem überteuerten Trinken und überteuertem Essen. Aber ich habe eine wichtigere Frage an Sie. Kann man mit Karte bezahlen? Der Mann guckte mich und sagte, nein, you stupid ass mother bleeping bitch, nein. Das ist ein Zug und das ist ein Esswagen, was in einem Zug drin ist. Dann möchte ich gar nichts. Schönen Tag. Ich sah einfach, wie mein Traum von einem mittelguten Snack einfach verschwand. In mein Gehirn herrschte Chaos, Panik, Traurigkeit, Wut. Ängste kamen zum Leben. Bitch ist hungrig. Bitch ist hungrig. Als ich wieder zu mich selber kam, bemerkte ich, wie dumm und dämlich ich einfach mittendrin im Weg stand und alle mich anstarrte, weil der fucking Wagenmann sich schon lange verpisst hatte. Gott sei Dank, in der Zwischenzeit ist schon eine Stunde vergangen und es bleiben nur noch 4 fucking Stunden von dieser dämlichen Zugfahrt. Ich guckte wieder aus dem Fenster und dachte, sind all die Häuser, die wir sehen, Momente, die wir schon erlebt haben, aber nicht so wichtig waren für uns? Sind Zughaltestelle wichtigere Momente, wichtige Ereignisse in unser Leben? Sind Zugkontrolleure wie Steuergeld, die wir einmal jährlich bezahlen müssen? Beide sind auf jeden Fall keine beliebte Hinsicht. Ich sitze wieder und ich sehe, wie ein alter Mann vor mir ist. Ich lächle ihn an, er lächelt aber nicht zurück.
Was will das symbolisieren? Vielleicht ist ein Überfluss an Hyaluronsäure, die ich in mein Gesicht reingespritzt lassen habe, die meine Mimik zerstört hat, dran schuld. Oder vielleicht merkt einfach der Mann meine tiefe und gründige Traurigkeit, weil ich auf Essen in Zug bin. Ich schaue wieder aus dem Fenster. Es ist sonnig, aber kacke kalt. Symbolisiert das meine Persönlichkeit? Meine Äußerlichkeit zeigt Freundlichkeit und Wärme, aber meine Innere ist kalt und eisig, weil ich schon seit Monaten von einem Mann nicht mehr angefasst worden bin. Si accende una luce all'uomo qua giù. Presto verrà tra noi Gesù. Scheiße, ich sollte meinen Psychiater wieder anrufen. Innerhalb anderthalb Stunden habe ich 8 volle Blätter mit Gedanken aufgefüllt. Die Passagiere gucken mich begeistert. Sie denken bestimmt, ich sei eine Professorin, eine bekannte und beliebte Journalistin oder eine erfolgreiche Schriftstellerin. Nein! Ich bin nur eine dumme und unterbewertete YouTuberin. The End. Yes! Hey, my loves. Yes, God. Dieses Wochenende war ich eben in Poschiavo zu meinen Eltern und ja, die Zugfahrt hat mich zu Gedanken gebracht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht, ab morgen Abend um 20 Uhr meine Wimpern-Kollektion kommt raus. Oh mein Gott. Vergiss nicht, meine Wimpern sind limitiert. Insgesamt, es gibt nur 2100 Stücke, 6 Modelle, pro Modell 350 Stücke. Das bedeutet, don't sleep on it, bitch, weil sonst hast du was verpasst. Ich werde alles in die Description below lassen und ja, yes. Und im nächsten Video werde ich die 4 Gewinner von den Tickets von vorherigen Video verlosen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil Mama möchte 1 Million Abonnenten erreichen und wenn wir so weitergehen, gehen wir nirgendwo, okay? Don't be shady, be a lady. Ich liebe euch so sehr. Bis bald, mein Love.